Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider in Part 33. Wir sind gerade in ein Grab eingedrungen und machen jetzt da das eine Grab weiter, wo wir aufgehört haben. Oh Mann, das ist einfach alles englisch. Ja, raus aus dem Gras, komm, Lara. Uiuiui. Ja, perfekt, wir können haben hier ein Ding. Ja, deswegen war es auch gut, dass ich nicht im Inventar was gemacht habe, dass ich das jetzt nicht hier gemacht habe. Wir hätten was herstellen können, aber kann man ja jetzt gerade nicht mehr, weil ich das ja gerade eben für das vorhin benutzt hatte. Aber das machen wir mal wieder. Die Ausrüstung, wenn wir wieder was haben. Sehen wir. So. So, dann haben wir jetzt hier. Ne? Kann man hier gerade nichts nehmen oder was? Na gut, dann machen wir jetzt hier weiter. So. Schrotflintenexperte. Das ist dann Gewehrexperte. Pistolenexperte. Bogenexperte. Dann nehmen wir mal Pistolenexperte. So. So. Ach, alles wieder mal. Mal gucken, was kann man mit dem Bogen schon wieder. Bogen geht gerade gar nichts. Und bei der Pistole geht da noch was. Oh ja, natürlich geht hier was. Gezogener Lauf. Warte mal, was ist das? Aber das. Oh ja! Nehmen wir mal erweitertes Magazin, dann können wir ein bisschen mehr Kugeln hier reinmachen. Perfekt, können wir gleich ein paar Kugeln mehr reinmachen hier. Hört sich nicht schlecht an, ein paar Kugeln mehr. Dann jetzt. Aber diesmal sprung wieder auch Lara. Wow, hier kein Bock mehr hier. Wow! Ja, toll. Jetzt haben wir den Rotzkachen hier drunter. Okay, warte mal. Das heißt, ich muss jetzt dann darüber erstmal. Ja, drum gibt es genug Molotovs, wenn man es braucht. Schnappen wir uns jetzt den hier. Ja. Ich habe schon angekündigt, dass wir in Part 33 sind. Mhm. Komm schon, nimm das Ding auf, jawohl. Mhm. Wow, 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 wow. Was ist denn noch mit? Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Mhm. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Hm. Bombenzünder. Alles klar. Perfekt. Gut. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Okay. Dann machen wir erstmal hier rein. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. So, Hammer. Dann... Türe auf. Aha. Jetzt lass mich. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Aha. Nee, okay, das funktioniert nicht.
Ja, Entschuldigung, Lara, hoch mit dir, komm. Super. Oh Mann. Drauf schießen oder was? Okay, nee, das bringt gar nichts zum Draufballern. Irgendwie muss man doch den. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, ja, ist ja gut, Lara. Ist mir schon klar. Aber. Meinst du, da bin ich. Meinst du, ich bin da nicht gerade selber drauf. Das hast du mir schon einmal gesagt. Und jetzt denkst du, ich weiß das jetzt gerade nicht. Ich muss doch gerade gucken, wie wir das am besten machen, ey, verdammt. Okay. Hilft alles nicht, okay. Oh Mann. Sag jetzt nicht, dass wir da unten jetzt Wetter springen sollen, nee. Gut, Lara. Lass mal ab jetzt hier. Doch, anscheinend soll ich da Wetter springen. Perfekt. Geschafft. Das Wasser ist blockiert. Yes. Dauerhaft absperren. Ja, und wie machen wir das jetzt am besten hier? Wow, 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 vorsichtig, Lara. Halt dich da bloß fest, Lara, nein, halt dich da nur fest. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, schön. Puh. Wie machen wir das jetzt am besten? Einen anderen da frei? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, Lara, wiederhole ich doch nicht dauernd. Ich weiß immer noch, dass du das Ding freikriegen musst. Aber wie? Ich weiß ja nicht mal, wo hier ein anderer Wagen sein soll. Ach, in Herrgott's Namen, warte mal. Warte mal. Geh erstmal hier hoch. Dann hier rüber. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, da hinten ist einer, aber. Du machst mir das gerade. Warte mal, da hinten einer? Weiß ich gar nicht. Ach, du machst mir Spaß, Lara. Wie soll ich das jetzt machen? Puh, echt, du machst mir richtig Spaß. Du machst mir gerade Spaß. Puh. Kann ich da irgendwie drauf schießen? Jawohl! Ah, perfekt. Ah, das war ja genial, dass ich mal den Fall ausprobiert habe. Fall und Bogen ausprobiert habe damit. Na, probieren wir mal das jetzt hier. Was passiert jetzt? Ich glaube, mit dem anderen Wagen haben wir das total versaut. Oder, warte mal, gibt es da oben vielleicht noch einer? Gehen wir mal kurz nach oben. Oh Mann. Hoch mit dir, Lara, super. Das machst du aber wirklich gut. Och ja, ey. Jetzt reibt mich das Ding echt auf hier. Mal gucken, wie viel Wegen was man davon rausbekommt. Ah, nein, da kommen immer neue Wegen anscheinend. Cool. Stimmt, da kommen anscheinend immer neue Wegen. Nee, wir brauchen hier nur einer. Wahrscheinlich, wenn einer weg ist, kommt, glaube ich, ein neuer. Das finde ich gut, das finde ich schon mal super. Und... ja, wie weiter jetzt? Ah, warte mal, da vorne ist ja was. Kann man davon hinziehen, warte mal.
Puh, was jetzt? Oh Mann. Schön und gut, aber was machen wir jetzt? Ja, da vorne rein müssen wir, klar, aber... Puh. Hä? Ah, man kann da auch noch rüber. Okay, da vorne kann man rüber, das habe ich gar nicht gemerkt, ey. Aber ich finde es gut, wie man hier rüber kann. Perfekt. Hier muss man hoch, hier gibt es auch noch was, perfekt. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Ah ja, World 3, Russisch 3. Finde ich es cool, wie man... Jawohl, hier mal hoch. Ah Mann, finde ich es cool, wie man hier irgendetwas machen kann hiermit. Aha. Okay. Warte mal, hätte man denn davon dran schießen können, das Teil irgendwie... Aha, jawohl. Hier kann man rein, finde ich gut. Da gibt's irgendwas hier. Dann brauchen wir mal. Komm schon, Lara. Ach so, irgendwas mit Öl. Ja, nee, Quatsch, kein Öl. Aber ich finde, das sind einfach echt genial, ey. Muster voll. Warte mal, kann man da irgendwie... Mama? Ah, ich glaube... Ah, nee, da kann man auch nicht hoch. Okay, ich habe gerade gedacht, da kann man hoch irgendwie, aber... Das bringt uns vielleicht gar nichts. Ah ja, das Ding heißt ja hier gründlich erstmal absuchen und gucken, ob man da vielleicht irgendwo was machen kann. Nee, nee, das hilft gerade nicht weiter. Da müssen wir. Hey, warte mal, wie ist das, wenn ich das. Ah, doch, ich glaube, das könnte mir gerade helfen. So könnte mir das gerade helfen. Nein, das war schon genial, aber ich müsste gerade gucken. Ja, perfekt. Haha. So. Den Seil habe ich jetzt da dran bekommen. Cool. Jetzt glaube ich, weiß ich, was hier das. Ich weiß, glaube ich, jetzt, was hier gemacht werden muss. Warte. So. Und jetzt pass auf. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt da dran springe. Was mit dem Ding dann passiert, wenn er das jetzt am Seil hängt. Aha. Jetzt ein Feuerchen. Jetzt ein kleines Feuerchen anfackeln. Okay, dann wollen wir mal. Dann hüpf rüber. Ach, Lara, was machst denn du für eine Scheiße jetzt? Hüpf einfach rüber. Danke. Halt. Erstmal anzünden das Ding. So. Also. Jetzt hier drüben rein. Perfekt. Leute, da habt ihr mir echt wirklich ein hartes Rätsel zum Knacken gegeben dafür. Aber das war's. Ich hab's geknackt. Oh, Leute. Ihr seid spitze, echt. Sowas kann ich gebrauchen. Genau so ein bisschen, um das Hirn ein bisschen anzustrengen, kann ich echt gut was kriegen, ey. Gebrauchen, ey. Habt ihr echt gut gemacht. Ihr Hersteller habt ihr super gemacht, wirklich. Bisschen, um irgendwas zu haben, um es zu wissen. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Das stimmt. Um ein bisschen so. Ja, ich habe gedacht, da gab es irgendwas zu mitnehmen. Jetzt ab nach oben. So, was ist das, meine ich? Zack. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. Los geht's. Komm, bisschen kräftigen Ruck dran. Und schlimmer. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Okay. Wache Augen. Jawohl.
Aha. Ja, das kann mir jetzt gut weiterhelfen dafür. Grab abgeschlossen, rote Mine, perfekt. Das kann mir jetzt echt gut weiterhelfen hierfür. War nicht schlecht. Kann man anders nicht sagen. War super. Hier ist auch nichts mehr, außer hier entlang. So. So viel beschädigt. Die Amateur ausgraben, dazu der Einsturz. Münzen? Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Mhm. Hab ich wieder ein paar Münzen mitgenommen? Super. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Ah ja? Weil zurück können wir ja nicht mehr, deswegen müssen wir hier entlang. Dann gehen wir jetzt wohl hier raus. Ruckzuck, Clara. Lauf. Dann kann man gleich oben die Dinger reinrammen. So kann ich es auch machen. Dass es ein bisschen schneller geht. Zack. Und jetzt rüber. Halt dich bloß fest. Hoch mit dir. Super. Hier ist nichts mehr. Hier gibt es auch nichts mehr. Hier gibt es direkt gar nichts mehr. Dann können wir einfach hier raus. Und dann verschwinden wir auch mal hier raus. Mit unserer kleinen Lara-Line. Wartla. So, jetzt zieh dran. Gut gemacht, Lara-Line. Hier sind wenigstens kein einziger Absturz gelungen. Okay. Entweder hier oder hier lang. Gute Frage. Ah ne, hier lang. Weil wir sind ja von hier runtergekommen. Und hier war ja zu und sind nicht durchgekommen. Das heißt, wir müssen hier oben entlang gehen. Ja, komm. Und jetzt krieg ich durch, komm. Perfekt, Lara. Das machst du gut. So, hoch mit dir. Jetzt raus hier. Ah, jetzt speichert wieder neu. Super. Finde ich gut. Alter. Und jetzt lass uns raus hier. Oh, was du für einen sexy Hintern hast, wenn du sowas anhast. Alter. Oh ja, wenn man jetzt einen geilen Hintern so sieht in der Hose, dann sieht das sexy aus. Oh Mann, hoffentlich kommen wir da überhaupt rüber. Ach so, das ist ja Wasser, okay, dann brauchen wir uns da gar keine Gedanken machen, dass wir nicht rauskommen können. Wenn es nur Wasser ist und keine Schlucht, dann finde ich es immer gut. Erhaltest du nicht dagegen hüpfen hier. Genau, das machst du jetzt. Ach, du bist so brav, Lara, super, häng dich davon. Ja, gut gemacht. So, dann heißt es hier hoch. Na also, wir sind gleich draußen wieder. Alles eingestürzt hier, meine Jüten, ey. So. Damit haben wir jetzt ein neues Grab gemacht. Sowjetanlage, perfekt, wir sind draußen. Genauso wie ich es wollte. Kann man hier irgendwie, nee, kann man hier nicht. Was ist mit anderer Seite? Kann man was aufstemmen, sonst muss ich andere Seite raus wieder. Schade, hier kann man nichts aufstellen von allen. Gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Das war Rise of the Tomb Raider. Part 33. Wir sehen uns im 34. Part wieder. Ciao.